do. Da sehen wir, meine lieben Umwelterfreunde. Ich mache den Fokus mal eben kurz auf manuell. So. Okay. Wir haben ein kleines, schönes Gewitterchen. War auch relativ schwül. Boah, vor allen Dingen so gegen Abend. Aber jetzt wird es gerade wieder richtig schön kühl. Wälzt sich so ein bisschen durch. Schöne Intercloud Linings. Auch schöne Crawler. Haben wir jetzt schon gesehen. Stellenweise auch richtig schön helle dabei.
Mal wieder ein richtig schönes Nachtgewitter. So, ich muss mal kurz in meine Hand kratzen. Die hat wieder gejuckt. Aber scheint jetzt auch langsam ein bisschen nachzulassen. Das waren nur die Reste von anderen Gewittern, die schon lange unterwegs gewesen sind. Dieses Jahr haben wir wieder leider eines dieser Jahre, wo wir entweder Streifschüsse abkriegen, die Gewitter nur bei extremer Helligkeit kommen, wo man überhaupt nichts sieht, wo es sich auch überhaupt nicht lohnt aufzunehmen, oder sie sind unfassbar kurz, oder es sind wie letztens ja mit Esofix Level 2 vorgewarnt und richtig trara, und dann scheitert das komplett und du kriegst hier nur Regen. Wow. Da ist das schon eine wunderschöne Abwechslung. Jetzt nimmt der Regen wieder zu.
werden jetzt wieder richtig heftigen Niederschlag. Und das blitzt jetzt auch wirklich nur noch vermehrt zur Ausrichtung möglichen Flühen. Zu die Ecke. Damit würde ich sagen, beenden wir hier an der Stelle das Video. Ich möchte jetzt noch langsam in die Haie. Ui. Ich werde echt gerade unfassbar müde. Und da wird einem sowas kredenzt. Sozusagen auf dem Silbertablett. Nimmt man mit, würde ich sagen. Aber steht jetzt auch wirklich der Regen wieder volle Kanne, volle Möhre sozusagen auf die Tür. Und ja. Ein Vollholzpaket in Fischgrätenoptik. Ist halt was teuer, wenn das hochkommt. Da habe ich jetzt so wenig Bock. Setzen darf. Das Gewitter ist auf jeden Fall jetzt hier weitergezogen. Was wir jetzt hier noch kriegen, ist die Rückseite, die wir noch sehen. Und ich finde, damit ist auch gut. Ich beschwere mich da eher weniger. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Gewittervideo wieder oder beim nächsten Unwettervideo. Ich gehe jetzt erstmal pennen und dann mache ich das Video an dem Tag fertig, wenn ihr das seht. Das dürfte von jetzt an morgen oder eventuell sogar schon heute sein. Ich weiß es nicht genau. Ich sehe aktuell keine Uhrzeit. Also bis dann. Ciao mit V. Und bye.